Ende 2018 war das ein riesengroßes Thema hier auf dem Kanal. Regierungsflugzeuge hier in Deutschland. Hat euch auch echt wahnsinnig doll interessiert, weil da auch einfach sehr viel passiert ist. Mittlerweile hat man sich für einen neuen Flugzeugtypen entschieden bei der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Es soll ein Airbus A350 werden. Beziehungsweise es sollen sogar drei werden. Und die nicht gebraucht, sondern alles neue Flugzeuge. Das ist eine ziemlich interessante Entscheidung, wenn man mal bedenkt, wie die Flugbereitschaft das vorher mit den aktuellen Regierungsmaschinen gehandelt hat. Aber gut, alles, was man dazu jetzt an aktuellen Infos wissen muss, das bekommt ihr jetzt hier und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Vor wenigen Tagen gab es einen ausführlichen Bericht im Magazin Spiegel, der uns deutlich detailliertere Informationen über das Thema neue Regierungsflugzeuge hier in Deutschland gegeben hat, als das, was wir vorher darüber wussten. Es ist ja völlig klar, man möchte eigentlich gar kein Geld für neue Flugzeuge ausgeben. Aber so wie es jetzt gerade läuft, so kann das auf gar keinen Fall weitergehen. Und scheinbar, aus welchen Gründen auch immer, ist es einfach nicht möglich, mit den beiden A340, die jetzt gerade für den VIP-Langstrecken Transport bei der Flugbereitschaft eingesetzt werden. Mit den Fliegern ist es wohl nicht möglich, langfristig einen sicheren, aber vor allem auch zuverlässigen Langstreckentransport zu gewährleisten. Dabei ist das für jedes Land schlecht und etwas unangenehm und auch etwas peinlich, wenn das Staatsoberhaupt mit Bus und Bahn schneller am Zielort ankommt als mit den eigenen Flugzeugen. Ob man jetzt für einen sicheren und zuverlässigen Transport direkt mal eine ganze Armada an verschiedensten Flugzeugen in verschiedensten Größen braucht, ich weiß es nicht. Kann man sicherlich ein bisschen drüber diskutieren und sich ein bisschen drüber streiten. Für die meisten von uns hier an dieser Stelle ist es wahrscheinlich nicht wirklich nachvollziehbar, welche Anzahl an Flugzeugen man in welchen Größen und mit welchen Fähigkeiten man die haben muss. Aber wir sind uns, glaube ich, einig darüber, dass wenn man so eine Flotte schon hat, dann sollte die auch wirklich funktionieren. Und wenn sie gebraucht wird, dann sollte sie auch einsatzfähig sein. Und das war hierzulande in der letzten Zeit ein wirklich großes Problem. Dass es da Defizite gibt, das ist dabei schon lange kein Geheimnis mehr. Dass hier mal ein Minister ein bisschen zu spät kommt oder da der ein oder andere Minister vielleicht auch mal 2 Tage lang im Kriegsgebiet warten muss, bis sein Flug nach Hause kommt oder sein Flug nach Hause dann auch wirklich fliegt. Das wundert hier wahrscheinlich die wenigsten. Nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat die gesamte Diskussion über die Regierungsflugzeuge hier in Deutschland dann aber Ende letzten Jahres, als Bundeskanzlerin Angela Merkel im November nicht pünktlich zum G20-Gipfel kam. Erstens, weil ihr Flugzeug ein nicht zu unterschätzendes technisches Problem hatte und zweitens, weil das zweite Flugzeug mit dazugehöriger Crew nicht als Alternative zur Verfügung stand. Aus dem Grund nahm man einen Tag später einen Linienflug über Madrid. Das hat dann funktioniert und dadurch hatte man dann aber auch direkt mal die Hälfte des Gipfels verpasst. Und das kann ja irgendwie nicht sein, oder? Also nicht, dass die Kanzlerin mal mit einem Linienflug von A nach B kommt und das auch noch zuverlässig und pünktlich. Das ist vielleicht manchmal gar nicht schlecht. Aber dass die eigenen Flugzeuge oder dass man das machen muss, dass man das als Alternative nutzen muss, weil die eigenen Flugzeuge beide nicht funktionieren, das kann irgendwie nicht sein. Gefühlt sind diese Flugzeuge dauerhaft kaputt. Zum Beispiel die Konrad Adenauer, die 1601. Das Flugzeug stand jetzt knapp 4 Monate im Hangar für Routinechecks. Sollte dann jetzt vor wenigen Tagen den Außenminister in die USA bringen. Das hat auch funktioniert, aber bei der Landung war der Reifen platt. Gut, das ist erst einmal nicht wirklich etwas Ungewöhnliches. Das kann mal passieren. Aber das wird jetzt hier in den Medien natürlich auch alles ausgeschlachtet und so weiter. Aber mir kann doch niemand erzählen, dass diese Flugzeuge in der Flugbereitschaft eine ähnliche Zuverlässigkeit erreichen können wie Langstreckenflugzeuge bei irgendwelchen Fluggesellschaften. Und das ist doch tatsächlich wirklich schlecht. Die beiden A340, die zum aktuellen Zeitpunkt für den VIP-Langstreckentransport bei der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums eingesetzt werden, die sind jetzt beide fast 20 Jahre alt. Sollte doch bei guter Wartung nicht wirklich ein Alter für ein Flugzeug sein, oder? Zumindest nicht für ein modernes Verkehrsflugzeug, wie es der A340 ja durchaus ist. Vorbesitzer war die Lufthansa. Auch das kann eigentlich kein Negativpunkt sein. Aber man kann das jetzt drehen und wenden, wie man möchte. Die beiden Flugzeuge für die VIP-Langstrecke, die sind einfach vergleichsweise unzuverlässig. Also muss etwas Neues her. Und da schwirrten jetzt lange Zeit 150 Millionen Euro durch die Medien. Ja, am besten für einen A350 oder einen A330neo. Das waren die Flugzeuge, die hier scheinbar im Gespräch waren. Und da ist natürlich von Anfang an klar, das Geld wird nicht ausreichen. Kurz danach wurde dann bekannt gegeben, man möchte einen großen Schritt in Richtung Zukunft machen. Es soll der A350 werden. Am besten gleich 3 Stück davon. Ja, vielleicht den ersten mal ohne VIP-Ausstattung, damit man schnell was Neues auf dem Hof stehen hat. Aber alles neue Flugzeuge von Airbus. Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es wirklich spannend wird.
Mit ein paar schönen einleitenden Worten zur Notwendigkeit der weltweiten Mobilität der Bundesregierung zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Arbeitsfähigkeit wird jetzt angekündigt, dass schon in den nächsten Tagen ein Vertrag mit der Lufthansa Technik stehen soll, in dem es dann um die Ausstattung von 3 fabrikneuen Airbus A350-900 geht. Diese 3 Flugzeuge sollen 640 Millionen Euro kosten. Das geht alles aus einem Dokument des Finanzministeriums unter der Leitung von Olaf Scholz für den Haushaltsausschuss vor. Und das ist eine interessante Summe. 640 Millionen Euro für 3 neue Flugzeuge und dazu kommt ja dann noch die Ausstattung. Alle 3 Maschinen sollen selbstverständlich eine VIP-Ausstattung bekommen. Das kostet knapp 280 bis 290 Millionen Euro werden dafür veranschlagt, also knapp 100 Millionen pro Flugzeug. Dazu natürlich die passenden Ersatzteile und die Werkzeuge, die man für ein neues Flugzeug braucht und der Einbau einer passiven Selbstschutzanlage, so wie man das aktuell auch bei den A340 der Flugbereitschaft verwendet. Das kostet auch nochmal so knapp 230 Millionen und unterm Strich stehen dann etwa 1,2 Milliarden Euro, die man von jetzt an bis zum Jahr 2026 für diese 3 neuen A350-900 ausgeben möchte. Das ist eine ganze Menge Geld. Die Anschaffung der neuen Flugzeuge sei aber dringend notwendig und sei auch jetzt dringend notwendig, denn nur jetzt hat man die Chance darauf, aufgrund von frei gewordenen Slots in den Auslieferungen des A350 bei Airbus, da jetzt reinzurutschen und dann schnell an die neuen Flugzeuge heranzukommen. Dadurch, dass manche Fluggesellschaften in der Vergangenheit bereits einige Bestellungen für den neuen A350, für den neuen Flieger von Airbus storniert haben oder einfach die Auslieferung nach hinten verschoben haben, weil sie die neuen Kapazitäten in der Flotte einfach noch nicht so schnell integrieren können, dadurch entstehen gewisse Lücken im Auslieferungsplan des Flugzeugherstellers. Diese Lücken gilt es jetzt so schnell wie möglich wieder zu schließen, damit man eben möglichst lange, möglichst viele Flugzeuge kontinuierlich hintereinander wegbauen kann, ohne irgendwelche Pausen dazwischen. Und um diese Lücken wieder zu schließen, meldet man sich natürlich als Flugzeughersteller bei den ganzen Fluggesellschaften, fragt hier und da mal nach, ob vielleicht die ein oder andere Airline ihre Flugzeuge schon etwas früher abnehmen kann, oder aber man sucht nach neuen Kunden, lockt neue Kunden an, zum Beispiel eine Flugbereitschaft mit entsprechenden Rabatten. Das ist ja vollkommen klar, das, was wir beispielsweise vom Online-Shopping auf irgendwelchen dubiosen Internetseiten kennen, wo dann oben in der Ecke so eine Uhr zu finden ist, die 15 Minuten runterzählt oder sowas, bis dein Artikel nicht mehr für dich reserviert ist, das gibt es auch ganz groß im Flugzeugbau. Die Rabatte sollen hier scheinbar pro Flugzeug etwa ein Viertel des Listenpreises betragen. Das wissen wir jetzt natürlich nicht ganz genau, ob das wirklich so ist, das wird uns auch keiner sagen, aber das geht zumindest aus den Informationen hervor, die dem Spiegel vorliegen. Da veranschlagt man pro Flugzeug etwa 215 Millionen Euro. Listenpreis eines A350-900 liegt bei etwa 280 Millionen Euro. Das heißt, hier gibt es einen Rabatt von etwa 24%, also knapp ein Viertel Preisnachlass. Das weiß ich jetzt natürlich nicht ganz genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Airline-Chef das durchaus ziemlich interessant findet. Hätte man sich da jetzt nicht mit der Lufthansa Group einfach mal zusammensetzen können und gemeinsam eine Bestellung für den A350 aufgeben können? Oder ich meine, keine Ahnung, hätte man nicht einfach als Lufthansa Group mal 3 Flugzeuge mehr bestellen können und diese dann quasi direkt mal als noch ganz neue Flugzeuge zur Flugbereitschaft rüberschieben können? Ich meine, die Lufthansa Group, die bestellt doch jetzt eh in naher Zukunft nochmal eine gewisse Anzahl an Flugzeugen vom Typ A350. Da hätte man einfach ein bisschen mehr bestellen sollen, dann hätte man doch vielleicht noch einen Euro sparen können. Aber wie gesagt, ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht haben auch die Kartellbehörden etwas dagegen, wenn jetzt auch noch die Flugbereitschaft quasi so halb zur Lufthansa Group gehört. Obwohl, vielleicht würde das dann mal mit der Zuverlässigkeit funktionieren, aber ist ja auch egal, wir schweifen ab. Also, wir merken uns etwa 1,2 Milliarden Euro für 3 komplett neue Flugzeuge vom Typ A350-900 mit entsprechender Ausstattung als Regierungsmaschinen. Und man braucht die Maschinen dringend jetzt, weil der Moment passt beim Flugzeughersteller und bei der Flugbereitschaft. Und man braucht die Maschinen dringend jetzt, weil die Flugbereitschaft aktuell scheinbar am Limit arbeitet. Und das ist wirklich interessant. Die Problematiken, die man hierzulande bei den Fluggesellschaften seit etwa 1 bis 1,5 Jahren wirklich massiv hat, wo man wirklich massiv mit zu kämpfen hatte oder immer noch hat, die Problematiken findet man genauso jetzt auch bei der Flugbereitschaft wieder. Die Fluggesellschaften und die Flugbereitschaft haben meist zu wenig Flugzeuge, die ihnen zur Verfügung stehen. Man hat wenig bis gar keine operationellen Reserven, da diese ja meist immer direkt mitverplant werden müssen, da man sonst nicht alle Leute, die einen Flug gebucht haben, an ihr Ziel bringen kann. Das ist quasi ein wirklich labiles Kartenhaus, das direkt mal in sich zusammenfällt, wenn irgendwo irgendein Flugzeug aufgrund von technischen Problemen oder aus welchen Gründen auch immer mal am Boden bleiben muss. Es fehlt dann sofort an allen Ecken und Enden und die Fluggesellschaften müssen
auf Subcharter zurückgreifen, auf externe Fluggesellschaften, die bei ihnen aushelfen, weil die Fluggesellschaft selbst ja sonst dauerhaft an der magischen 3-Stunden-Delay-Grenze hängt, was dann wiederum massive Entschädigungszahlungen für die Passagiere bedeuten würde. Ja, und die Flugbereitschaft, die muss dann auf die Fluggesellschaften zurückgreifen. Habt ihr auch gerade dieses Bild vor Augen, wie Angela Merkel im weiß lackierten A320 der Avion Express sitzt und ein Formular zur Forderung von Entschädigungszahlungen ausfüllt, die ihr aufgrund eines 3-Stunden-Delays bei der Flugbereitschaft jetzt zustehen? Ja, wenn nicht, ist das gut. Falls doch, dann habt ihr spätestens genau jetzt verstanden, warum die Flugbereitschaft dringend schleunigst diese A350 benötigt. Zwei der drei neuen Flugzeuge sollen dann direkt mal die beiden A340 der Flugbereitschaft ersetzen. Der dritte Flieger, der dann noch dazukommt, der erhöht zumindest theoretisch auf dem Papier direkt mal die Kapazität der VIP-Langstreckenflotte der Flugbereitschaft um 50%. Er ist aber am Ende des Tages wohl vielmehr die dringend benötigte operationelle Reserve. Ach ja, immer wieder herrlich dieses Thema. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. T-Shirts wie dieses hier findet ihr unten unter dem Video. Und dann ja, freue ich mich sehr auf eure Meinung zu dem Thema. Da seid ihr immer fleißig am Kommentieren. Freue ich mich immer sehr, da ein bisschen was zu lesen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Genießt das schöne Wetter und tschüss.